Heute ist bekanntlich US-Feiertag und naja, es war zu erwarten, die Marktbewegungen sind überschaubar. Aber wir haben die EZB und wir haben Elon Musk, die Peinlichkeiten heute respektive gestern geäußert haben, die wunderbaren Anlass zum Fremdschämen geben. Schauen wir uns aber zunächst mal das durchaus überschaubare Marktgeschehen heute an. Da sehen wir S&P Future, der ja heute trotzdem bis 19 Uhr läuft, geht weiter nach oben, wäre ein neues Allzeithoch. Und die globalen Aktienmärkte jetzt 11 Handelstage in Folge mit Anstiegen. Das ist die längste Strecke, Gewinnstrecke seit dem Jahr 2009. Und das hat auch vor allem mit der EZB zu tun, der erste Fremdschämkandidat. Und es hat auch mit Elon Musk zu tun, der zweite Fremdschämkandidat. Dazu gleich mehr, aber schauen wir uns zunächst mal das von mir heute schon im Videoausblick rezitierte Gedicht der EZB an: Roses are red, violets are blue, we'll keeping financial conditions favorable till the crisis is through. Also, wir halten die Geldpolitik locker, bis die Krise vorbei ist. Großartige Lyrik, ich könnte reinbeißen in dieses Gedicht, so schön ist das. Bräuchte dann allerdings ein neues Gebiss. Jedenfalls ist das dieser Tweet, der durchaus Spott und Erwiderungen in den sozialen Medien hervorruft. Die wollen wir uns mal kurz anschauen. Hier zum Beispiel: Roses are red, violets are blue, when the Euro collapses, it will be because of you. Also wenn der Euro kollabiert, dann ist es wegen euch. Und Nikolaus Kopernikus hat einst gesagt, Nationen werden nicht ruiniert durch einen einzigen Akt der Gewalt, aber durch einen schrittweise und fast kaum wahrnehmbaren Akt der Devaluation, der Entwertung der Währung, sodass dort eine excessive quantity entsteht, also praktisch eine Inflationierung entsteht. Weise Worte von Nikolaus Kopernikus, der ja schon auch ein paar Tage tot ist. Jedenfalls andere Variationen: Roses are red, violets are blue, ECB keeps printing money until hyperinflation is true. Also, bis die Hyperinflation kommt. Hier sehen wir einen Straßenkehrer, der Geldscheine wegkehrt. Ein Bild aus Deutschland in den 1920er Jahren. Gut, so weit sind wir noch nicht, gell? Da kann die EZB noch ein bisschen drucken. Vor allem die Geldumlaufgeschwindigkeit ist es, wie ich versucht hatte, heute Morgen auch zu thematisieren, die dann einen starken Inflationsanstieg hervorruft. Hier nochmal: Roses are red, violets are blue, we'll keep printing money, because that's what we do. Roses are red, I'm always sneezing, perhaps I'm allergic to quantitative easing. Also vielleicht bin ich allergisch gegenüber quantitative easing. Man sieht, da ist das lyrische Talent angeregt worden von vielen, die hier reagieren auf diesen EZB-Tweet. Und hier nochmal Reaktionen. Einer sagt, what the naja, das ist ja unglaublich. Der andere sagt, ist genau mein Gefühl. Wie gesagt, das ist etwas, was wirklich schwer verständlich ist. Ein Freund hat mir heute per WhatsApp gesagt, sag mal, was haben die denn geraucht? Das habe ich ja noch nie erlebt, sowas. Und das trifft vielleicht die Dinge ganz gut. Und dann, zum Thema passend, der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Peter Preth, hat heute ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben, respektive am 18. Januar schon. Als er gesagt hat, wie schaut es denn aus, wo sind die Gefahren, wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr so schnell raus. Und das ist ja genau das Problem. Die EZB und andere Notenbanken tun ja so, als könnte man dann, wenn die Krise vorbei ist, einfach dann wieder zurückkehren zur Normalität. Aber wie willst du zurückkehren zur Normalität, wenn du praktisch eine Heerschar an Drogensüchtigen geschaffen hast und ihnen dann sagst, du, morgen gibt es aber keine Drogen mehr, dann wirst du natürlich einen Aufstand, einen Tumult dieser Drogensüchtigen haben. Das wird so nicht funktionieren. Wir schauen uns mal ein paar Aussagen von Preth an, der sagt, ich glaube, der Ausstieg ist schwierig. Das könnte sich zum Beispiel im Jahr 2023 zeigen. So lange scheint das also geplant zu sein. Deswegen muss man da früh genug vorbereiten. Und es ist nicht einfach, die Zinsen in einem Umfeld mit hoher Verschuldung zu erhöhen, wenn jeder erwartet, dass die Zinsen für immer niedrig bleiben. Und das ist ja genau die Erwartung, die an den Märkten ist. Die Zinsen werden nie wieder steigen, eben weil die Verschuldung so hoch ist. Und das ist der Tenor. Damit die Geldpolitik glaubwürdig bleibt, muss sie mögliche Zinserhöhungen vorbereiten und kommunizieren. Und das vor allem dann, wenn die Zinssätze sehr lange niedrig sind und Vermögenspreise überhöht und Schulden zu hoch sind. Aha.
welche Vermögenspreise sind zu hoch, ist doch alles total gerechtfertigt, oder? Und Schulden, naja, Schulden, die können wir doch dann einfach streichen, so schaut es doch aus. Und dann, wo liegen die Risiken? An den Märkten gibt es Übertreibungen, das ist ein Thema der Finanzstabilität, aha, da gibt es Übertreibungen. Außerdem auch in der großen Bilanz der Notenbank stecken Risiken. Wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse der Anleihen im Bestand. Das kann zu Verlusten führen. Exakt. Und wenn wir uns mal das Eigenkapital der EZB anschauen, dann besteht das im Prinzip aus den Einlagen der zypriotischen Notenbank. Das ist also nicht so wahnsinnig viel, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da genügt ein kleiner Pupser und die ganze Geschichte ist weggeblasen. Aber das interessiert die Märkte natürlich nicht, weil sie wissen, dass zum Beispiel Deutschland und die anderen haften werden dafür. Geht ja gar nicht anders. Dadurch kann eben diese Geldpolitik durchgezogen werden. Sonst würden alle sagen, Mensch, du hast doch gar keine Power. Also lass mal stecken. Aber das ist nicht der Fall. Schauen wir uns jetzt noch die Geschmacklosigkeit von Elon Musk an. Kevin, I'm dying. Please stop Beatboxing. Beatboxing ist so, ja, mit dem Mund rhythmische Geräusche machen, die teilweise peinlich sind, teilweise auch sehr, sehr gut gemacht sind. Jedenfalls ist das eine Geschichte, die natürlich sehr fragwürdig ist nach meiner Auffassung. Hier zum Beispiel Sven Hendrik, der es eben erlebt hat, dass seine Frau gestorben ist und der ihr, wie in diesem Bild, die Hand gehalten hat in den letzten Minuten ihres Lebens. Und da sagt er, nicht alles ist ein Meme, lieber Elon Musk. Also nicht alles ist irgendwie so ein Spaß, ein Scherz. Richest man or not, auch wenn du der reichste Mann bist, werde endlich erwachsen. Und das ist vielleicht etwas, was man Elon Musk schon öfter hätte zurufen wollen. Auch mit seinen anderen Tweets. Teilweise hat man das Gefühl, leicht infantil. Er hat ja als Junge davon geträumt, dass die Menschheit unbedingt zum Mars fliegen muss, weil eben der Planet Erde zerstört wird. Das ist auch der Grund für dieses ganze SpaceX-Ding, das er aufgezogen hat. Aber er ist sich offenkundig seines Einflusses nicht bewusst, beziehungsweise wahrscheinlich ist er sich seines Einflusses bewusst, den er vor allem auf Twitter ausübt, aber eben nicht der Konsequenzen. Jemand, der so viel Einfluss hat, muss eben dann auch an die Konsequenzen seiner Äußerungen denken. Bei Elon Musk habe ich das Gefühl, und nicht nur ich, das ist hier nicht so richtig der Fall. Aber immerhin hier ein Comic, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy, ja das stimmt, aber an allen anderen Tagen eben nicht. Das ist eine tröstliche Botschaft. Aber kommen wir zurück vielleicht zu den Dingen des alltäglichen Lebens. China ist jetzt wichtigster Handelspartner der EU. Der Überschuss kommt von unerwarteter Stelle, wie wir heute bei Finanzmarktwelt getitelt haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, wichtigster Handelspartner der EU, dann sehen wir, dass von Januar bis Dezember 2020, und die Daten wurden heute vorgelegt, die Ausfuhren nach China um 2,2% gewachsen sind, die in die Vereinigten Staaten dagegen um 8,2% gefallen sind. Und die Einfuhren aus China der EU sind um 5,6% gestiegen, während sie aus den USA um 13,2% gefallen sind. Und dementsprechend hat jetzt eben China die USA als wichtigster Handelspartner abgelöst. Das wird wohl so schnell sich nicht mehr ändern, hat man das Gefühl. Es ist ja ein Kampf um die Vorherrschaft zwischen den USA und China. Und normalerweise hat China natürlich die besseren Karten. Aber China hat ein Riesenproblem, die Demografie, wie Wolfgang Müller heute in einem Artikel bei Finanzmarktwelt gezeigt hat. Denn mit fallender Geburtenrate wird die ganze Geschichte schwierig, respektive die Geburtenrate stagniert jetzt, aber die Jahrzehnte der Ein-Kind-Politik sorgen dafür, dass die ganzen Rentensysteme in der Luft hängen etc. Also das wird jetzt auch für China nicht ganz einfach in der Zukunft. Aber schauen wir uns mal die Gegenwart an. Das, was sich heute doch ein bisschen getan hat an den Märkten, das sind bei Metallen Preisexplosionen, die weitergehen. Hier sehen wir Platin etwa. Höchster Stand seit dem Jahr 2015, wenn ich das richtig sehe. Also da ist so eine Antizipation, da kommt jetzt Nachfrage, da kommt vielleicht Infrastrukturprojekte, da kommt vielleicht Inflation. Da gehen also die Preise nach oben. Ähnliches für Kupfer, da sind wir jetzt auf dem höchsten Stand seit Anfang 2013. Goldman Sachs erwartet, dass das noch 15% weitergeht bis Ende des Jahres oder in den nächsten 12 Monaten. Und hier sehen wir mal den CRB Raw Industrial Spot Index, also Industriemetalle. Und das geht ähnlich senkrecht nach oben wie eben Platin. Natürlich sind das keine gesunden Bewegungen, let's be clear. Aber es ist eben der Fall, das wird derzeit gespielt. Abschließend vielleicht noch, hier sehen wir auch, dass diese
Rohstoffe insgesamt relativ parallel steigen mit den Inflationserwartungen. Allerdings sind die Rohstoffpreise schneller gestiegen jetzt als die Inflationserwartungen. Und abschließend vielleicht noch ein Tweet in Sachen Corona. Kapitalismus hat uns in Rekordzeit den besten Impfstoff gebracht. Sozialismus sorgt dafür, dass ihn in unserem Land keiner kriegt. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für einen Handelstag, der, naja, überschaubar spannend war. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend hier in Hamburg. Da schneit es extrem. Ja? In Hamburg, das müssen Sie sich einmal vorstellen. Ja? Also, schönen Feierabend. Servus.